Auf geht's, Leute, auf in den Kampf. Du hast uns verraten, Mortanius. Du hast Kain umgebracht und ihn zu einem Monster gemacht. Du hast ihn auf uns gehetzt. Es musste sein. Nupraptors Wahnsinn hat unser aller Geist vergiftet. Der Kreis hat beim Erfüllen seiner Pflichten versagt. Er musste vernichtet werden. Wir haben versagt, Idiot. Der Kreis dient uns, nicht wir ihm. Wir haben die Macht, Nosgut nach Belieben zu retten oder zu vernichten. Sei mit uns, Mortanius, oder du bist des Todes. Dann will ich sterben. Wenn der Kreis zerstört werden soll, musst auch du sterben, Totenbeschwörer. Ich bewundere deine Weisheit, aber du kannst dennoch deinem Schicksal nicht entgehen. Nein, ich bin voller Erwartung. Aber nach mir bleibt noch einer zu erledigen, Prinzchen. Gib mir den Rest. Ja, meine Freunde. Und nun wissen wir es also, wer uns tatsächlich ermordet hat. Es war Mortanius selbst, der uns seine Mordbrenner auf den Hals gehetzt hat. Ja, Mortanius hat uns ermordet und wieder zum Leben erweckt, damit wir den Kreis vernichten. Seelenräuber. Er selbst scheint erkannt zu haben, dass der Kreis vernichtet werden muss, damit das Land geheilt werden kann. Und er hat nebenbei auch gleich noch Anakrote erledigt, den Alchemisten, den Hüter der Zustände. Jenen Hüter der Säulen, der uns in Dark Eden entkommen ist. Und der eben noch gefehlt hat. Und da ist der Mortanius, der letzte Hüter, der noch fehlt auf unserer Liste. Und gleichsam der, der uns erschaffen hat. Und den holen wir uns jetzt auch noch. Er will's ja nicht anders. Tja. Fragt sich nur, was er mit seinen letzten Worten noch sagen wollte, dass nach ihm noch einer bleibt. Ihr könnt's euch vielleicht schon denken, wenn ihr euch die Säulen anseht, dass da noch etwas fehlt. Und das war's. Ende, Mortanius. Oder auch nicht. Du hast dich für einen König gehalten, wohingegen du nur ein Bauer warst. Du hast deine Schuldigkeit getan, Kain. Ich diene niemandem. In der Tat. Wie blind von dir. Siehst du denn nicht? Ich habe Ariel zum Schweigen gebracht. Das ist allerdings erst der Anfang meines Schauerstücks. Und du übernimmst darin die Rolle des tragischen Helden. Nur weiter so, kleiner Vampir. Weiter so. Vae Victis! Und nun sehen wir vor uns den eigentlichen Unnahbaren, jene Kreatur, die hinter Mortanius steckt, jene Kreatur, die Ariel ermordete und damit überhaupt erst zum Zerfall der Säulen, ja, den Zerfall der Säulen auslöste. Mortanius wollte sich gegen diese Kreatur wehren, deshalb sollten wir ihn vernichten, um auch diese Kreatur zu vernichten, denn sie will, dass die Säulen in sich einstürzen. Aber zunächst einmal... Anakrotes Magie ging von dem Metall der Waage aus.
Am Ende geht die Magie wieder in die Säule zurück, woher sie kam. Die Waage von Anakrote legt sich vor der Säule der Zustände ab. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Ja, die zwei Tokens natürlich noch. Einmal, ja. The Heart of Darkness. Unterbrech mich doch nicht, wenn ich hier gerade was erzählen will. Mann, ey. Also, wir haben natürlich noch zwei Tokens, die wir an die Säulen legen müssen. Einmal die von Anakrote und einmal die von Mortanios. Und das möchte ich jetzt auch gerne tun, sobald ich mich wieder ein bisschen aufgepimpt habe. Ich meine, wir haben noch Gegenstände ohne Ende. Den Luxus kann ich mir erlauben, jetzt ein bisschen was zu verschwenden hier. Ich möchte euch die Texte hier schon noch hören lassen. Das Todesauge des Mortanius hatte dem Totenbeschwörer die Macht über das Grab gegeben. Ich hatte ihn für den Letzten des Kreises gehalten. Doch er erwähnte noch jemanden. Ja, denn wir... Die Säule des Todes legte ich das Auge von Mortanius ab. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Ja, in der Tat, wie ihr seht, die Säule in der Mitte fehlt noch, die Säule des Gleichgewichts. Ariel ist ja bereits tot, aber wie wir erfahren haben, sucht sich die Säule im Fall des Todes einen neuen Hüter. Bleibt die Frage, wer ist nun der neue Hüter des Gleichgewichts? Denn auch er muss sterben, damit die Säulen wieder neu erstrahlen können. Doch bevor es soweit ist, gilt es erst einmal den Unsagbaren, den Dämon zu vernichten, der von Mortanius Besitz ergriff und den Kreis von innen heraus zu zerstören versuchte. Was sich wirklich hinter dieser Kreatur verbirgt, das, meine Freunde, wird in diesem Spiel ein Geheimnis bleiben. Das wird erst sehr viel später in den folgenden Teilen der Legacy of Kain-Reihe enthüllt werden. Im Moment ist nur wichtig, dass wir ihn vernichten. Den letzten Gegner in diesem Spiel. Den letzten Gegner in meinem ersten Let's Play. Toll. The Heart of Darkness. Ich glaube nicht, dass wir diese Kreatur mit einem normalen Flammenschwert vernichten können. Ich glaube, hier kann wirklich nur der Soul Reaver den Fall klären. Also lasst uns noch einmal diese Waffe schwingen und diese Kreatur vernichten. Ein letztes Mal speichern in diesem Spiel. Und danach gibt es die große Überraschung von Blood Omen. Ja... Die letzte große Überraschung in diesem Spiel. Eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Eine Entscheidung, die über die Zukunft von Nosgoth entscheiden wird. Ich bin die letzte Säule. Der einzige Überlebende des Kreises der Neun. Ich kann ganz nach Belieben die Welt erlösen oder verfluchen. Nach meinem Belieben. Ja, ihr konntet es euch vielleicht schon denken oder erahnen. Wir selbst sind Ariels Nachfolger. Wir selbst sind der neue Hüter des Gleichgewichts. Und nun müssen wir entscheiden, ob wir bereit sind, uns selbst zu opfern, unser Leben zu opfern, damit auch diese letzte Säule geheilt werden kann und Nosgoth
in neuem Glanz erstrahlen kann und von seiner tiefen Verderbtheit gereinigt wird. Damit würden wir gleichzeitig das Schicksal des Vampirgeschlechts besiegeln, denn nach Vorador's Tod sind wir der letzte Vampir, der noch existiert, und mit unserem Tod würde diese Linie auf immer enden. Oder aber wir verweigern dieses Opfer und werden damit das ganze Land, ja, verfluchen und der Verdammnis anheimfallen lassen. Ja, rechts Erlösung, links Verdammnis. Wie würdet ihr euch entscheiden? Wärt ihr so selbstlos, euch selbst zu opfern, um Nosgoth zu retten, die Welt der Menschen, mit der wir längst abgeschlossen haben? Oder wärt ihr egoistisch genug zu sagen, mir doch egal, was mit der Welt passiert, ich will leben, auch im Unleben weiter existieren und die Säulen endgültig zum Einsturz bringen? Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr euch entscheiden würdet, oder falls ihr Blood Omen schon einmal gespielt habt, wie ihr euch damals entschieden habt. Die meisten werden sich beide Enden angeschaut haben. Mich interessiert natürlich, welches Ende ihr als erstes gewählt habt. Ich für meinen Teil werde mich so entscheiden, wie sich kein meiner Meinung nach entschieden hätte, wie es seinem Charakter und seiner Geisteshaltung entsprechen würde, wie es sich im Laufe des Spiels entwickelt hat. Ich werde die Entscheidung treffen, die die einzig logische meiner Meinung nach für Kain ist. Als ich meine Macht erhielt, erkannte ich, dass Vorador recht hatte. Wir sind Götter. Finstere Götter. Und unsere Pflicht ist es, eine Auslese zu treffen. You are victorious. Slayings 2002. Meals 646. Mutilations 796. Secrets 27 von 100. Prestige Bright. Und damit haben wir Blood Omen erfolgreich beendet. Ja, ich habe mich für das in Anführungszeichen schlechte Ende entschieden. Ich habe mich dazu entschieden, Nosgoth dem Vampirfluch anheimfallen zu lassen. Die Säulen sind zerstört. Kain hat sich daraus selbst einen Thron gebastelt und herrscht nun als Vampirkönig über dieses verfallene und immer düster werdendere Reich voller Dämonen. Er wird eine neue Dynastie von Vampiren gründen und daran wird Soul Reaver, der zweite Teil der Reihe, anknüpfen. Denn dieses Ende ist das offizielle Ende des Kanons. Tatsächlich können wir uns für beide Enden entscheiden. Das zeigt, dass das Spiel ursprünglich als ein Einzelspiel geplant war. Aber im Hinblick auf die weiteren Teile ist das offizielle Ende, denn Kain wird in den weiteren Spielen gebraucht. Und obwohl die Welt finster und zerstört ist und fast alle wichtigen Figuren außer uns selbst draufgegangen sind, haben es die Entwickler doch noch geschafft, die Geschichte um Kain weiterzuspinnen. Der nächste Teil wird viele, viele Jahrhunderte in der Zukunft spielen, in einer noch kaputteren Welt. Und wir werden sehen, was aus Kains Königreich geworden ist. Ja. Wie gesagt, diesen offiziellen Fortgang, den werde ich euch in meinem nächsten Let's Play zeigen, wenn wir Soul Reaver spielen, was 3 Jahre später entstanden ist. Das alternative Ende werde ich euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Ich werde noch ein kleines Zusatzvideo machen, in dem ich euch dann den zweiten Abschluss, das zweite Ende zeigen werde. Das Ende, in dem sich Kain opfert. Das werde ich aber wahrscheinlich unkommentiert lassen. Ansonsten, ja, kann ich eigentlich nur noch mich ganz herzlich bei euch bedanken. Für all die unter euch, die sich das ganze Let's Play jetzt angeschaut haben. Die ganzen, ich weiß nicht, 34, 35 Teile, die es jetzt am Ende sind, unzähligen Stunden, die ich jetzt hier mit euch durch Nosgoth marschiert bin, durch dieses düstere und wahnsinnig atmosphärische Spiel meiner Meinung nach. Eines der besten Spiele, das ich kenne, und eine der komplexesten Stories, die ich jemals in einem Computerspiel erlebt habe. Ja, laber mir doch nicht rein. Ja, schreibt mir bitte, wie ihr es gefunden habt. Lob, natürlich auch Kritik, werde ich mir sehr gern annehmen. Alles an sachlicher Kritik werde ich natürlich aufgreifen und versuchen umzusetzen, soweit mir das möglich ist. Ja, wir sind am Ende.
dieses Let's Plays angekommen. Ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, als schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Soul Reaver, The Legacy of Kain Part 2. Bis dahin wünsche ich euch alle eine gute Zeit und viele tolle Spiele, die ihr spielt. Macht's gut, das war euer Martin in Let's Play Blood Omen. Auf Wiedersehen.